Heavyweight und beim Newcomer? Ja, immer wieder gerne. Ausziehen! Ja, ausziehen! Nee, ihr habt so gute Laune, wenn ich mich ausziehe. Glaubt mir, dann geht er heim. Wir sind gerade im Haus, glaube ich, eine Simone. Wir heiraten auch in 6 Wochen. Deswegen flirte ich mit der Martina jetzt noch ein bisschen. Ein letztes Mal. Ja. Nee, also trainingsmäßig habe ich jetzt seit Mitte Dezember gar nichts gemacht, fast, war ganz wenig. Ja, werde im Juni dann richtig einsteigen für die Olympia. Ich muss mich ja nicht mehr qualifizieren wie so manche anderen. Kann man die Stelle mal sehen? Ja, das sitzt ja auch nicht da. Nee. Okay. Nur wenn die 10-Euro-Scheine auf die Bühne flattern. Ich krieg keine 10-Euro-Scheine. Ja, bei dir sieht man ja schon alles. Also okay. Nee, wie gesagt, fangen wir Juni an für die Olympia. Ha? Was, 5? Ach so. Ja. Du armer Sänger, du hast so nicht in der Eichstecke, Willi. Ja, wie gesagt, fangen wir Juni an. Hab dann knapp 5,5 Monate für die Olympia. Werd dann ungefähr nochmal 20 Kilo Muskel zunehmen, im Gegensatz zu jetzt. Und ja, ich schätze mal, dass ich wieder in die erste 5 komme. Der Pitt macht ja nicht mit, deswegen habe ich da keine Bedenken. Das ist ganz weggenommen, ganz klar. Ja. Von Mika gar nicht zu schwätzen, das Muskelwunder. Wenn ich ja nicht so gut aussehe, würde ich jetzt sagen, mit Mama Poster und zusammen. Ja. Da fahre ich auch immer nach. Das wäre eine Freude. Jetzt machen wir die Siegerehrung, die haben es verdient, die Jungs. Also wer Hausbauten heiratet, der braucht sich nicht rausziehen. Aber nächstes Jahr wieder. Ja, gerne. Ja. Ich würde ja sagen, nicht Top 5, ich würde sagen Top 3. Hoffst nicht. Nee, da müsste schon bei All-Stars in der Bett raus. Ja, jetzt war vorher ein bisschen mit mir geflirtet. Zu spät. Ja, aber die machen die Tasche ja nicht auf. Ja, das stimmt. Wir sehen, was können wir uns denn leisten. Wie ist denn auch mit dem Dennis? Wie schätzt du denn da? Der ist ja nicht da, jetzt kann man den Lester wieder. Nee, ich lässt nie bei meinem Kollege, außer wenn es bitte ist, wie gesagt. Ja. Aber, nee, auf die Kleine kann man nicht mal rumhacken. Ja, der Dennis sieht ja super aus. Ich denke mal, da wird es einen Weg schon machen. Ob er sich qualifiziert wird, hat. Weil es noch einige andere Spitzenleute, die müssen sich noch qualifizieren für die Olympia. Wie gesagt, sind nur die Top 6. Und die besten 6 sind schon qualifiziert, der andere wird schwer. Und ob es der Dennis schafft oder nicht, wie auch immer. Solange er hinter mir ist, ist mir das egal.